Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist der Ed. Ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du den Weg wieder hierher gefunden hast. Das freut mich doch ganz, ganz, ganz besonders. So, wie immer gilt natürlich, willst du nichts mehr verpassen, einfach das Abo da lassen, Glocke aktivieren, gerne, gerne kommentieren und auch sehr, 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 sehr gerne liken. Vielen Dank schon mal im Voraus. Das würde mich nämlich sehr freuen. So, wir ziehen mal unser Projekt hier weiter, wo wir angefangen haben. Da geht's nicht. Kommen wir da rum? Okay, wir machen mal ein bisschen anders. Wie gesagt, hier soll ja was entstehen. Man kann es kurz den Framey anmachen. Provisorisch gezogen. Na, zack, dann machen wir mal so. Dann passt das. Dann können wir den hier nämlich wegnehmen. Der hier kann ruhig noch weiterführen. Der kann dann auch hier weiterführen. Aber halt ein bisschen anders. So. Das wird Infrastruktur. Und hier wäre geil, wenn wir hier rüber kämen. Mit einer schönen Brücke. Und das geht sogar. Ja, leck's mir am Fuß. Das ist so geil. Das passt sogar. Perfekt. Sehr geil. Genauso wie ich es mir vorgestellt habe. So, und du kannst nämlich direkt hier durchziehen. Dachte ich mir zumindest. Aber nein, verkehrt gedacht. Machen wir es uns passend. Kein Problem. So, okay, kannst du da ran? Ja, perfekt. Super. Na, zack. Schon passt das hier. Wie gesagt, es wächst und gedeiht. Und so soll es auch sein. Das einzige Problem ist, was ich habe, woran ich noch nicht gedacht hatte. Wirklich, wie wir die Leute jetzt hier hochkriegen. Ich meine, ich habe zwar schön die Bushaltestellen. Das ist auch gut, das funktioniert auch. In der grauen Theorie. Hier oben auch. Wobei die noch nicht mal angeschlossen sind. Da muss ich echt mal gucken, wie wir das hier machen. Der passt, das ist in Ordnung. Der auch. Hier vorne ist noch ein bisschen was frei. Also, wie wir das jetzt hier handhaben, weiß ich noch nicht. Vielleicht... warte mal. Da geht's nicht. Ich würde hier schon gerne die Straße mit lang bauen. Einfach sicherheitshalber. So, jetzt muss ich doch wieder ein bisschen eingreifen, weil sonst... Ja, ist ja gut. Komm. Und sonst passt es definitiv nicht. Und das ist ein bisschen hügelig. Da ist zu viel. Wir haben es gerade gesehen. Da will er nicht so. Ja, da ist das, die Krux begraben. Ja, vielleicht kriegen wir jetzt so hin. Ja, wie gesagt, ich baue das jetzt hier auch nicht hundertprozentig akkurat, weil das wäre ja Blödsinn. Und dann geht es wieder nicht wegen dem Fußweg. Gebäude im Weg, ach komm, ernsthaft, hat der so eine große, so einen großen Radius? Tatsächlich. Der Hammer. Machen wir es halt so. Geht auch. Kein Problem. So, damit haben wir das auch schon mal aktiviert. Verknüpfungen müssen sein. Das ist in Ordnung. Das sollte alles klappen.
Gut, damit haben wir den Weg hier auch schon mal. Wie gesagt, wir müssen uns überlegen, wie wir das jetzt hier gestalten. Ich würde hier schon ganz gerne irgendwie runter. Industrietechnisch. Na, komm, gerade habe ich dich gehabt. Geht doch. Ah, nur mal sehen, wie wir das jetzt hier managen. Weil das wird zu steil hier. Vielleicht in so eine Art... Ja, das ist zu sehr bergab. Na, mal gucken, wie wir das jetzt hier managen. Okay, da ist noch ein bisschen, bisschen doof, aber das kriegen wir auch irgendwie hin. Naja, geht doch. Dann haben wir die Straße auch angeschlossen. Jawohl, ja. Zwar nicht ganz gerade, aber mein Gott, was willst du erwarten von der Bergpiste? Dann ist das auch schon mal erledigt. Jawohl, es läuft doch prima. So, das einzige Problem ist, was wir wirklich haben, ist das hier oben. Dass wir die da irgendwie in den Griff kriegen. Also hier mit einer Bahn hochzukommen... Wahnsinn, ne? Vielleicht sollten wir hier oben nochmal ein kleines Dörfchen machen, damit wir die zumindest versorgen. Wäre vielleicht das Schlauste. So, erstmal den machen wir mal aus. So. Was meckert ihr denn noch? Die haben kein Essen. Okay, die haben kein Essen. Den ist zu kalt. Soweit so gut. Beziehungsweise nicht so gut. Das heißt, wir müssen uns mal auch um so solche Sachen jetzt hier mal kümmern. Technical Service. Dann den Exchanger. Also den Verteiler. Wobei ich noch nicht weiß, was wir machen, ne? Was nehmen wir als Heizkraftwerk? Bitumen haben wir hier nicht. Das Einzige, was wir haben, wäre Kohle. Aber das Ding braucht ja auch wieder 60 Arbeiter. Wäre natürlich optimal. Kohle, Kohle, Kohle. Könnten wir hier unten... anklemmen. Theoretisch. Der hat ja... Der Ausgang ist da. Müssen wir einmal umlegen. Aber da würde sich Kohle reinbringen. Ich denke mal, es würde reichen, wenn wir das hier mit hinbauen und von hier aus dann losziehen. Muss echt jetzt wieder groß planen. Ey. Das ist... Ah, wie machen wir das denn am schlauesten? Darüber? Dann müsste ich die ganzen Ecken da rumpflanzen. Das ist auch doof. Da in die Ecke. Wir haben es ja eher in die Richtung. Dann können wir, wenn wir das so hinbauen, kann ich nur mitarbeiten. So, warte mal. Aber wir brauchen noch das Stahlwerk, muss ich auch noch irgendwie mit hin. Da kommt nämlich schon die Bahn. Hätten wir allerdings hier auch schon die Arbeiter quasi. Versuch mal. Okay, wir machen es nicht bauen. Wenn es nicht klappt, ist doof. Ich muss es dahin bauen. Oh, Gottes Willen. So, okay, dann machen wir das mal hin. Da kommt das Heizkraftwerk hin. Wir haben noch nicht mal ein Stromkraftwerk. Aber wir bauen schon das Heizkraftwerk, ne? Weil es drückt langsam. Es drückt. So, okay. Ich nehme jetzt mal die Original. Weil ich die einfach... Trotz, dass es Vanilla ist, ich finde die eigentlich gar nicht schlecht. Muss ich ehrlich gestehen, ich finde die nicht schlecht. Ja, da kann ich es echt ganz miserabel abschätzen.
Ob das so passt? Und das geht direkt übers Wasser. Warum nicht, ne? Kann man doch mal machen. Damit hätten wir dann die Verbindung zu der Kohle. Dann hätten wir hier schon mal Produktion für Heizung. So weit, so gut. So, da das hier wieder Industrie ist. Ach, das sieht ja furchtbar aus. Passt das hier nicht? Bisschen. Hoppala. Wollte ich jetzt gar nicht. Bisschen schön machen. Ja, ein bisschen müssen wir eine Ebene. Ich lasse auch da extra einen Rand. So, okay, das sollte passen. Jetzt nochmal gucken. Nee, nee, das gefällt mir nicht. Machen wir es halt anders. So, okay, dann haben wir das hier. Also hier haben wir dann Heizkraftwerk. Mit Kohle getrieben. Sollte klappen. Kohle. Jetzt brauchen wir mal, gucken wir mal wegen Strom. Er muss ja irgendwie auch Strom hier, ja? Das eine kleine Ding da wird ja nicht reichen. So viel ist ja klar. Strom. Strom, 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 Strom. Strom, Strom, Strom. Strom, Strom. Wo bist du? Wo ist mein Strom? Wo ist mein Strom? Kraftwerk. So. Was machen wir? Large Coal Power Plant. 5600 Kilowatt die Stunde oder Megawatt. Windturbinen können wir alles. Ist alles schön und gut. Large. Hier hätten wir Treibstoff. Bitumen macht 2,5. Power Plant macht 14.000. Braucht aber viel Kohle. Double Twin Reactor. Hydroelectro Station macht. Das ist dieser Kavenzmann. Der ist aber auch echt cool. Wäre ja mal was interessant. Aber der muss so gebaut werden, dass er hier hinpasst. Na, vor allem, er braucht auch genug Wasser. Und etc. Und die Stromdinger dürfen nicht im Wasser sein. Also, das Ding wäre eine geile Sache. Oh, halt, ich habe was gesehen. Ah, da hinten. Da hinten. Hallo. Okay, da hinten. Da. Warte mal ganz kurz. Das geht ja nicht, weil wegen Strom. Warte mal, da bräuchte ich. Aber es hätte was. Es hätte was, wenn wir das hier so hinbauen würden. Es hätte was, es hätte was, es hätte was. Kann aber das nicht auf dem Wasser. Das hier muss auf jeden Fall. Kann es nicht drehen. Kann es so auch nicht setzen. Also das hier muss definitiv. Ich weiß noch nicht, wie wir das. Andererseits, es wäre ja auch ein bisschen. Guck mal, da geht's. So sieht es aus. So wäre es toll, ne? So wäre es optimal. Ich probiere das, so irgendwie dahin zu fruchten. Ich find das genial, das Ding. Ja, das muss. So kann auf Wasser nicht bauen. Aber es muss doch ein bisschen Wasser haben. Okay, da nochmal ein bisschen. Wie gesagt, probieren wir das ein bisschen rum. Irgendwie muss es ja machbar sein, ne? Ich würde euch das gerne echt mal zeigen.
Das ist okay, das ist zu weit, das ist nicht gut. Mal rauszoomen. So. Wenn nicht, setzen wir auf alternative Energien. Da ist. Da muss ein bisschen was hin, da muss ein bisschen was hin. Ich muss ein bisschen was wieder anbauen. Da muss ich ein bisschen ranfriemeln. Weil die Dinger müssen im. Es muss ein Teil im Wasser sein und ein Teil darf nicht im Wasser sein. Deswegen, das muss passen. Das ist okay. Das ist echt ein tolles Modell. Okay. Wenn ich wüsste, welcher Teil davon im Wasser sein muss, welcher nicht. Also das hier ist für mich klar, das darf nicht sein. Das heißt, ich muss doch den Friemel da wegnehmen können, oder nicht? So. Ich doch nur setzen könnte, planen könnte. Das ist okay. Hier wäre okay. Jetzt muss ich mal rauszoomen. Aber da ist noch nicht. Okay, da müssen wir jetzt wieder ein bisschen was anbasteln. Komm, das kriegen wir hin. Muss ja irgendwie machbar sein. Also die dürfen. Der darf nicht im Wasser sein und der muss. Teil dieses Gebäudes muss im Wasser sein. Okay, das darf nicht. Teil des. Okay, da vorne, das, der kleine Friemel. Wir kriegen das hin. Ich mache den mal ein bisschen kleiner, den Kreis. Ein bisschen genauer hier arbeiten können. Na komm. Stückchen, Stückchen, Stückchen. Na, es ist Millimeterarbeit. Da ist jetzt wieder Stress. Okay, der ist. Der muss so. Halt. Ging das hin? Es dauert noch ein bisschen. Teil dieses Gebäudes muss im Wasser. Okay, da 1, 2. Da noch so einen kleinen Mühe. Und jetzt aber. Yes! Yes, es passt! Geiles Ding! Jawohl, das bauen wir jetzt hier. Juhu! Leider auch keine Animation, aber das ist der Knüller. Geil! Und damit versorgen wir uns mit Strom. Haha, wir lassen das mal bauen. Das kostet bestimmt ordentlich was, mit Sicherheit. Das wird der Knüller hier. Dadurch haben wir sauberen Strom hier. Boah, was das wegzieht hier. Aber genial. Mal sehen, ob unsere Kohle reicht, weil ich habe es mit Dollar gebaut. Aber cool, ne? Es wird doch. Sehr geil. Perfekt. Ich wollte es ja schon die ganze Zeit mal bauen, aber ich finde das jetzt ein ganz guter Ort. Na, hier so ein bisschen oldschool. Und hier hinten wird es dann moderner. Oh, Wahnsinn. Das ist so ein geiles Modell. Gleich fertig. Mega. Keine Arbeiter, ja, das ist klar. Macht aber auch nur 900 Strom, aber macht nichts. Mega geil. Mega. Der Hammer. Das Highlight dieser Folge. Definitiv. So. Machen wir gleich mal weiter. Straßenanschlüsse müssen sein jetzt. Das machen wir. Und damit wir hier dann auch gleich, wie gesagt, dafür sorgen, dass wir hier Strom kriegen. Ja, zack.
zack, mit einer Wendeschleife, perfekt. Absolut perfekt, so soll es sein. Gut, und da geht dann halt die Bahn weiter. Und jetzt gucken wir mal. Dass wir die hier auch angeschlossen kriegen. Warte. Ich hoffe, der hat das. Ja, hat er. Sehr gut. Damit können wir hier schon mal... Die haben hier schon mal Strom, das ist geil. Wie gesagt, damit können wir schon mal was reißen. Dann bauen wir hier nämlich den Leistungstransformator hin. In die Ecke. Und können da noch ein bisschen Strom verteilen. So, dann können wir da den Strom verteilen. So, okay. Den kriegen wir... Kriegen wir den da ran. Und schön... So, machen wir so. Perfekt, geil. Geile Nummer, Freunde, geile Nummer. So. Mal gucken. Das ist natürlich nicht alles hundertprozentig parallel. Das kannst du gar nicht. Wir haben den. Den können wir direkt hier langziehen. Dann wäre er mitten in den Häusern. Würde ich eigentlich auch nicht. Ich würde schon ganz gerne das ein bisschen außenrum führen. Und der hier. Der wird dann hier hinten das Ding versorgen. Na, zack. Und dann geht raus. Wie gesagt, ich will das ein bisschen weg haben. Von der ganzen Schose. Macht das auch jetzt durchaus nicht ganz genau und akkurat. Na, 18 Megawatt. Und zack. Und damit legen wir das. Damit haben wir schon mal den Strom verteilt. Jetzt gucken wir mal uns wegen den an. Die brauchen hier garantiert Strom. So, dann werden wir ein bisschen was verteilen. Ruhig ein bisschen hier. Die werden ja davon versorgt. Das ist auch in Ordnung soweit. Und das können wir mal hier hinpacken. Können wir das da anschließen. Haben wir da auch ein bisschen Saft drauf. So, dann passt das. Jetzt gucken wir mal wegen der Heizung. Schon mal. Man muss sich ja um alles kümmern. So, das Heizkraftwerk, hatten wir gesagt, kommt dahin, ne? Das heißt, wir gehen von da aus rüber. Ja, ob das genügt? Ich weiß es nicht. Wir klemmen lieber mal zwei an. Besser ist das. Ruhig ein bisschen mehr verteilen schon mal. Wir werden sicherheit mehrere brauchen. Gehe ich mal ganz fest von aus. Schon mal vorsorglich. So, damit haben wir das auch schon mal erledigt. Jetzt können wir gucken, wegen... den. Da haben wir ja ordentlich Anschlüsse. Ja, bau das. Dann gehen wir hier rüber, hier lang und gehen direkt den dran. Das läuft jetzt. Okay, kann nicht über Wasser beenden. Na. Perfekt. Damit haben wir da die Verbindung. Nummer 1. So, 2.
Okay, dann gehen wir mal hier lang. Dass wir da auf den Verteiler kommen. Ja, warte, warte, warte. Das machen wir jetzt noch. Heat Pumping Station. Die hier noch hinbekommen. Ja, zack. Na komm. Sag mir, dass das passt. Ach komm schon, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt hier diesen paar Millimeter hier kommen. Zu scharfe Kurve. Oh. Mein Gott. Stellt er sich an. So, dann machen wir es woanders. Bisschen weiter weg. Den gnädigen Herrn. So, dann haben wir das. Dann haben wir hier auch schon mal Hitze. Den führen wir jetzt da lang. Kommen wir da rum. Direkt darüber. Dann haben wir da auch schon mal Dings. Das ist gut. Und wie das dann weitergeht, liebe Freunde, das sehen wir im nächsten spannenden Part. Ich bedanke mich so lange fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen da oben. Und dann geht es hier bald, bald weiter. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von edgaming.tv. Bye, bye.